Die hohe Kunst besteht darin, den buchstäblichen kleinen Backofen, wir hörten gerade eben davon, genau so zu temperieren, dass das feine Gebäck präzise durchgebacken wird, nicht aber versehentlich verbrennt. Das Handwerk will also gut beherrscht sein, um die winzigen Kuchenkreationen von einer Zutatenliste auf Papier in eine mit glänzendem Zuckerguss glasierte Preziose in der Auslage der Konditorei zu verwandeln. Dann aber bietet gerade das kleine Format unendliche Möglichkeiten zur künstlerischen Arbeit. Hier verdichten sich Ideen zu den ungewöhnlichsten Kombinationen, bieten die vermeintlichen Limitierungen die größte Freiheit. Im Kleinen präsentiert sich das ganze Können wie unter der Lupe und reizt jeden Liebhaber des Details zum gespannten Innehalten. Alle flüchtigen Zutaten sind gebannt für einen kurzen Augenblick, wollen dann aber rasch wieder in Bewegung gesetzt und mit allen Sinnen genossen werden. Lassen Sie sich also hier in den Räumlichkeiten des Kunstvereins Elmshorn einladen zum Augenschmaus, den uns die vier Künstlerinnen mit ihren neuesten Arbeiten im kleinen Format bereitet haben. Monika Radleff zeichnet. Gern. Spontan drauf los, als wohl wichtigste Tages- und Lebensaufgabe. Am ehesten sogar zu verstehen im Sinne eines Tagebuchs, das all die Bewegungen der Hand dokumentiert, mit denen Bleistifte, Farbstifte, Touchstifte oder bloße Gedanken über die vielfältigen Zeichengründe wandern. Am liebsten sollte dies natürlich ein Stück Papier sein, dessen raue Oberfläche der bestifteten Hand Widerstand entgegenbringt und somit der Künstlerin in Resonanz tritt. Jedes Blatt mit nur einem bewusst gesetzten Zeichenstift ist schon besser als ein nicht bezeichnetes Blatt. Ganz gleich, ob sich die Zeichnung zu einem ornamentalen Muster verdichtet, eine organisch belebte Fläche bildet oder eine Figur umreißt, die wir lesen können. Der fortwährende Prozess ist das Ziel, der schwebende Zustand, aus dem sich alles entwickeln kann. Auf diese Weise lassen sich wohl auch die endlosen technischen Möglichkeiten navigieren, die das iPad als Zeichenmaschine bereithält. Auf einem solchen Bildschirm, der zwar auf Berührungen reagiert, aber eben keine papierende Oberfläche ist, entstanden die jüngsten Zeichnungen der Künstlerin. Sie zeigen das Spiel mit eingeführten Mustern und den vielfältigen Farbigkeiten sowie Schattierungen der digitalen Zeichnung. Doch statt nun dem Computer die alleinige Kontrolle über den Prozess und das Resultat zu geben, gelingt es der Künstlerin, das Althergebrachte und das Neuartige in Balance zu setzen und in die eigene künstlerische Handschrift, und letztlich ist die Handzeichnung genau das, nämlich eine Schrift, mit aufzunehmen. Wodurch die Zeichnung auch auf der kalten digitalen Oberfläche die Wärme der menschlichen Interaktion ausdrücken kann. Der warme Schein, den sie zurückwirft, beleuchtet die Fundstücke auf dem Weg der Künstlerin in kleinen Schritten mit den vertrauten Werkzeugen, das bislang Unbekannte zu kartografieren und damit in einer eigenen Handschrift zu bezeichnen. Auch Maris Jatkiewicz sucht in ihren Arbeiten das Handschriftliche, setzt also die Spuren von Handbewegungen ins Bild. Mit einer reduzierten, kühlen Farbpalette werden eben diese eingefangen. Doch bedeuten formale Reduktion und Abstraktion keineswegs einen Mangel an Reichtum. Denn dieser kommt in den sich dann bildenden Oberflächen zum Vorschein. Fast still und heimlich, doch lässt man sich auf ihn ein, dann ergreift er einen mit aller Macht. Zumeist steht am Anfang eine Aufgabe, eine Idee oder gar der Eindruck eines bereits vorliegenden Werks von fremder Hand. Von diesem Ausgangspunkt lässt die Künstlerin dann ihre aus dem Wechselspiel von Malerei und Zeichnung herkommende Arbeit ablaufen. Über längere Zeiträume werden die einzelnen Themen wieder und wieder variiert und in den unterschiedlichsten Richtungen der Bereicherung und der Auflösung ausgesandt. In der Winterreise, passenderweise, einer der jüngeren hier gezeigten Serien, können wir diesen künstlerischen Ansatz gut verfolgen. Grundlage bildet ein vorgefundenes Material, das durch seine glatt lackierte und glänzende Oberfläche eigentlich keine Eignung erkennen lässt, hierauf weitere Farben zu schichten, geschweige denn einen naheliegenden Boden für eine feine Tuschezeichnung zu bereiten. Doch beides gelingt der Künstlerin eindrucksvoll. So entstehen aus diesen Parametern nach und nach abstrakte Landschaften, die im Schnee zu versinken scheinen,
ohne aber auf tatsächliche Landschaften zu verweisen. Und wie sollten sie auch? Beziehen sich ihre Figurationen doch auf die einer abstrakten Geologie nachspürenden Radierungen per Kirkebys, mit denen sich die Künstlerin zuvor beschäftigt hatte. Doch auch auf eine in dieser Ausstellung gezeigte Position reagiert die Künstlerin, nämlich auf eine der Serien Mona Strelos. Deren tanzende Tulipan, die wir uns gleich noch en Detail anschauen werden, bilden den Ausgangspunkt für fein gepunktete Zeichnungen. Aus den Umrissen der Objekte werden so Schwünge, Kurven, Bewegungen, in denen sich die Punkte zu einem wolkenhaften Tanz verdichten. Jeder einzelne Punkt mag winzig klein sein, nur mit zusammengekniffenem Auge wirklich auszumachen, aber ist eben auch Teil von einem größeren organischen Ganzen, einer Bewegung, die sich den Bildraum zu eigen macht, ihn in der nächsten Sekunde vielleicht sogar zu sprengen vermag. Ein Schauspiel hunderter winziger Zeichen. Solche an Codes erinnernden Zeichenfolgen finden wir auch auf manchen Arbeiten von Corinna Kraus-Naujek. In schwarzer Tintenschrift sind sie Chiffren einer Sprache, die wir jedoch nicht zu enträtseln vermögen. Oder sind sie Linien, die nur sich selbst bedeuten? Und worin sind sie überhaupt eingebettet? Die Künstlerin wendet das Verfahren der Schichtung an, um ihre Bildgründe aufzubauen. Dabei ist es gleich, ob es sich bei den Schichten um Bildträger, also verschiedene Papiere, um Maltechniken oder um Motive handelt. Alles muss gestapelt werden. Durch die Schichtung aber negieren sich die übereinanderliegenden Ebenen des Bildes keinesfalls, sondern werden zu einer Synthese geführt, die wie bei einem Palimpsest mehr ist als die bloße Summe ihrer Einzelteile. Denn die einzelnen Schichten liegen in Transparenz übereinander, lassen so das Darunterliegende weiterhin sichtbar erscheinen, verwandeln es aber zugleich. Und wie sie von oben etwas nach unten dazugeben, erhalten sie auch von darunter etwas hinzu. Ein fortwährendes Geben und Nehmen, das einen Verunklaren von Grenzen ist. Waren die verwendeten Materialien bislang zumeist verschiedenartige Papiere, manche von ihnen so zart, dass schon ein allzu fester Blick sie zu zerstäuben drohte und von Hand geschaffen ist, so schleichen sich in jüngerer Zeit auch digitale Bilder ein. Fotografien mit ihren ganz eigenen Verfremdungseffekten. Doch auch hier treibt die Frage an, wie weit lässt sich der Schleier ausdünnen, bis er sich auflöst? In diesen Wolken und Farbfeldern bilden dann die Liniengerüste das vermeintlich strukturgebende Gegengewicht. Die Linie sozusagen gegen das Flüchtige. Vom feinen Geäst von Blättern inspiriert, wachsen die Linien organisch hervor und führen ein Eigenleben. Sie bilden Gebirge oder Flügel und bleiben dabei immer sie selbst. Sind feinste Adern und Verästelungen, werden biegsam und brüchig kristallin zugleich. Als Lebenslinien in einer Welt en Miniatur umreißen sie Licht und Schatten. Sie verstecken sich in den Farbwolken oder umschließen diese wie ein Gitter und laufen dann aus in die Unendlichkeit, hören einfach so auf. Immer dann, wenn wir meinen, sie greifen zu können, entziehen sie sich, verschwinden wieder im Nebel. Vom Innehalten und Verschwinden erzählen schließlich auch die Werke von Mona Strelow. Eine jüngere Serie, hier durch wenige Arbeiten vertreten, zeigen das spannungsvolle Verhältnis zwischen den Verlusten und dem Versuch ihrer Erinnerung. Zunächst scheinen die Schichtungen durch die fotografische Technik der Bildproduktion klar unterscheidbar. Man meint gleich, die dort manifestierenden Erinnerungsebenen von vorn nach hinten säuberlich trennen und erklären zu können. Doch lange bevor man zum untersten Fotogrund vorgedrungen ist, verirrt man sich im Spiegelkabinett der transparenten Objekte, ihrer Lichtwirkungen und Schatten. Die Suche nach dem, was vergangen ist, dreht das Teleskop um 180 Grad, sodass der Blick nun alles Gesehene weit von sich schiebt, obwohl man es doch zu sich heranholen an den erinnerten Moment herantreten wollte. Und überhaupt die Momente. In den ebenfalls ausgestellten Fotogrammen der Künstlerin sehen wir solche Momente in ihrer Essenz verdichtet vor uns. Bekommen im Bild den ganzen Zeitraum seiner Entstehung in eins gelegt. Die tradierte Aufnahmetechnik des Fotogramms überlässt die Ausgestaltung des Bildes allein dem Licht, in deren Weg die Künstlerin hier Samen und Blüten von Tulpen gelegt hat. Scharf umrissen, zum Teil röntgenartig transparent gemacht,
leuchten sie uns aus dem schwarzen Grund entgegen. Fast, als hätten sie das Licht bei der Aufnahme in der Dunkelkammer in sich gespeichert und würfen es nun zurück. Hinsichtlich ihres Wirklichkeitsgehalts führen uns die Kompositionen und die reduzierte Farbpalette allerdings auf eine falsche Fährte. Statt einer an biologischer Akkuratesse interessierten Zeichnung sehen wir vor allem Körper im Licht, die auf diese Weise eine Eigenmächtigkeit erhalten. Die zu leben beginnen, sich lösen von ihrem Ausgangspunkt und schließlich zwischen dem schwarzen Bildgrund und den Augen der Betrachter zu tanzen beginnen, ein stummes Ballett aufführen. Und wir stehen am Fenster des Guckkastens und staunen angesichts der konzentrierten, präzise abgezirkelten Schauspiele, die dort abgespult werden. Schauspiele aus Licht und Schatten und angehaltener Zeit. Eine reiche Welt tut sich also auf in den kleinen Formaten der vier Künstlerinnen. Hier werden Bewegungen eingefangen und wieder neu in Gang gesetzt. Punkte, Linien und Farbflächen wachsen und legen sich in organische Strukturen zurecht, als seien sie von innen her selbst belebt. Wir finden Andeutungen von Figuren und Landschaften. Wir sehen Momente aus der Vergangenheit und eine entzeitlichte Gegenwart. Wir glauben, Dinge wiedererkennen zu können, nur um dann an einer Schnur zu ziehen und dem Bild bei seiner eigenen Auflösung zuzuschauen. Muster bilden sich und lösen sich ebenso leicht wieder auf. Farben leuchten für einen Augenblick und verblassen schon kurze Zeit später. Wir stehen vor diesen reichen Arbeiten im kleinen Format und gewinnen mit ihnen Einblicke in das freie künstlerische Spielen zwischen bewusstem Loslassen und dem notwendigen Verdichten und schauen, wie das Feuer des kleinen Backofens sich präzise temperieren ließe, um einen solchen feinen Augenschmaus zu bereiten, womit das köstliche Sehen eröffnet wäre. Und